bin's, Gabi Fassner. Ein paar Übungen für deine Körpermitte. Viel Spaß. Komm zuerst auf deinen Ellbogen direkt unter deine Schulter platzieren, deinen Bauchnabel sanft nach innen ziehen. Und jetzt versuch erstmal deine Knie abzuheben und versuch die Haltung dir zu bewahren, deinen Bauchnabel innen rausziehen aus deinen Schultern. Und versuch dein rechtes und linkes Bein zurückzustrecken. Halte erstmal diese Position. Wenn es dir zu schwer ist, setz deine Knie nach unten ab und versuch jetzt mal nach vorne und zurück dein Gewicht zu verlagern. Einmal vor und einmal zurück. Spür die Körpermitte, deine Bauch-, deine Rückenmuskulatur. Und jetzt dasselbe nach rechts und links. Deine Körpermitte verlagern, die rechte auf die linke Seite. Und dann kannst du das Ganze so ein bisschen verbinden, indem du nach rechts gehst, nach vorne, nach links und zurück. Kreise und versuch immer wieder, deine Körpermitte gespannt zu halten. Nochmal andersrum. Kreisen. Jetzt wird's warm. Und dann bleib nochmal in der Mitte. Halte dich. Setz die Knie ab und entspann dich mal ganz kurz. Setz dich nach hinten, zieh deinen Rücken lang, deinen Bauch und komm dann langsam zum Sitzen und auf die Seite. Jetzt noch was für deine schräge Muskulatur. Komm auf deinen Ellbogen, zieh dein Becken nach oben. Hab das Gefühl, du ziehst den Unterarm so ein bisschen zu dir ran. Bauch anspannen. Hier deine Körpermitte aktivieren, die Hand hinter den Kopf. Und jetzt hebe und senke erstmal dein Becken. Du möchtest ganz oft das obere Bein ausstrecken. Spür die schrägen Bauchmuskeln. Nochmal, und jetzt halte hier. Und jetzt versuch deinen Ellbogen Richtung Hand zu drehen. Und öffne dich nochmal. Deine Brustwirbelsäule bewegen und nochmal öffnen. Noch einmal. Und dann bleib nochmal hier. Streck dich, mach dich lang. Halte diese Position. Und entspann dich dann nochmal. Lass locker. Schüttel aus. Bleib gleich hier sitzen und setz dich ein bisschen weiter nach hinten auf dein Gesäß. Mach den Arm lang, die Hand hinter den Kopf. Und jetzt versuchst du deine Beine und deinen Rumpf zueinander zu ziehen und wieder auseinander. Ausatmen, mal zueinander. Auch hier wieder die schrägen Bauchmuskeln spüren. Einmal, du möchtest, machst du noch ein bisschen weiter und entspann dich, setz dich auf. Bleib aufrecht sitzen, Schultern wieder zurückziehen, Brustbein öffnen und deine Arme nach vorne. Jetzt versuchst du einfach mal dein rechtes Bein und dein linkes Bein zu heben. Halte die Balance, fass dann beide Hände und mach jetzt einen großen Bogen nach rechts und nach links. Und du möchtest, wenn es nicht so schwierig ist, dann stell deine Füße am Boden ab. Und auch hier wieder deine schrägen Bauchmuskeln spüren. Ausatmen, ausatmen. Nochmal. Die letzten zwei noch. Und langsam wieder zurückkommen und kurz mal entspannen. Und dann kommen wir zur anderen Seite. Einmal hoch, auf die andere Seite. Zuerst auf deinen Ellbogen. Zieh dich wieder raus aus deiner Schulter. Hol dir deine Körpermitte. Und hebe und senke jetzt zuerst mal dein Becken. Wenn du möchtest, streckst du wieder das obere Bein.
Sehr gut. Die letzten Male noch. Halte hier oben. Und jetzt dreh den Ellbogen wieder nach innen. Ausatmen. Einatmen und öffnen. Nochmal ausatmen und ein. Noch einmal. Dann bleibst du nochmal hier oben. Versuchst dich nochmal lang zu strecken. Halte nochmal diese Position. Und erlöse dich. Einmal aufsetzen auf deine Gesäßhälfte. Hand hinter den Kopf. Zieh deine Beine ran und lass wieder locker. Ausatmen. Spür die schrägen Bauchmuskeln. Geht noch? Die letzten. Und noch einmal. Und halte nochmal. Entspann dich. Setz dich auf und roll dich langsam in die Rückenlage ab. Arme neben den Körper, deine Schultern entspannen und versuch jetzt unter deiner Lendenwirbelsäule ein bisschen Luft zu lassen. Handflächen zur Decke, rechtes Bein heben, linkes Bein heben und versuch jetzt nur einmal rechts tief zu tippen und einmal links. Ohne deine Lordose aufzuheben, du spürst deine tiefe Bauchmuskulatur. Ausatmen. Jawohl. Nochmal. Halte die Spannung. Hebe jetzt deinen Oberkörper an. Jetzt darfst du deinen Rücken runterdrücken. Mach die Bewegung noch einmal. Und deine Hände hinter den Kopf. Streck jetzt ein Bein nach oben aus. Gegenüberliegende Hand zum Bein und löse. Ausatmen und ein. Wenn du es dir noch ein bisschen mehr erschweren möchtest, dann streckst du beide Beine lang. Nochmal ausatmen. Halte hier, dreimal ziehen und nochmal wechseln. Und nochmal ziehen und nochmal wechseln und ein letztes Mal und entspann dich, leg dich ab, Arme zur Seite, deine Knie auf eine Seite kippen lassen und jetzt ziehst du die Arme ein bisschen weiter nach oben, streck den Arm weit nach hinten weg, dein Knie weit von dir weg. Für die Dehnung in der schrägen Bauchmuskulatur. Zur Seite wechseln. Zur anderen Seite. So richtig lang ziehen. Und nochmal nacheinander wieder zur Mitte. Mach dich ganz klein. Kreis und nochmal so ein bisschen auf deiner Lendenwirbelsäule. Entspann den unteren Rücken. Auch mal anders umkreisen. Nimm den Kopf nach oben. Fang so ein bisschen an, auf deinem Rücken zu rollen. Entspann die Muskulatur neben deiner Wirbelsäule. Noch einmal. Komm nach oben zum Sitzen. Und entspann dich. Bis zum nächsten Mal.